Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier Dolly für euch am Start und zwar mit Let's Play Warcraft 3 Reign of Chaos. Die Nachtelfen-Kampagne mit der dritten Mission erwartet uns und zwar Kapitel 3 Stormrage erwacht. Am nächsten Tag am Rande des heiligen Mondmoors. Da Cenarius tot ist, liegt es an uns, die Druiden zu wecken. Wir müssen das Horn des Halbgottes von der heiligen Mondmoorinsel bergen. Nur sein Ton kann die Druiden aus ihrem Schlummer wecken. Aber Priesterin, die Orks haben eine primitive Siedlung auf der Insel errichtet. Wir müssen kämpfen und sie überwinden, wenn wir Cenarius Horn erreichen wollen. Priesterin Tyrande, Elun sei Dank, wir haben euch gefunden. Die Untoten rücken auf die Grabhügel vor. Die Hügel scheinen verlassen, aber... Ein Druide schläft darin, Schwester. Furion Stormrage. Er ist der weiseste und mächtigste aller Druiden. Er muss gewarnt werden, dass die Legion zurückgekehrt ist. Dann sollten wir uns sputen, wenn die Untoten diese Höhle erobern, bevor er geweckt wurde. Lasst uns eilen, meine Schwestern. Furions Erwachen ist unsere einzige Hoffnung. Furion? Nicht mal Furion? Furion Stormrage, die Mondmoorinsel erreichen, die Urwächter töten, Tyrande zum Horn des Nervus bringen, das schlafende Furion, du musst überleben. Okay. Gut. Alles klar. Grabhügel. Mhm. Gut, Freunde, dann machen wir uns mal auf. Hier haben wir, mal wieder ein paar Einheiten. So, es wird hier abgebaut, da brauchen wir noch ein paar Irrwische mehr, sonst dauert das mir zu lange. Ah, toll, Dryade. Beim Irrtum des Wissens können jetzt Dryaden gebaut werden. Dryaden greifen aus der Distanz an, sind immun gegen Zauber und verfügen über einen Giftangriff, der feindliche Einheiten langsamer macht. Ja. Für die Bäume. Lunara. Als Einheit, übrigens. Für die Heroes of the Storm-Spieler. Ja, die Druiden und ihr Schlummer. Druiden sind Nachtelfen, die sich mit dem smaragdgrünen Traum, sprich also der Spektral-Naturwelt, der Blaupause der Welt, wie sie eigentlich hätte sein sollen, nach titanischem Vorbild, die sich praktisch darin verlieren, so eine Art Schlaf darin halten, um darin zu meditieren, um ihre Naturkräfte weiter auszubauen und auch sich zu erholen. Wenn sie schlafen, schlafen sie wirklich. Aber sie kehren mit ihrem Geiste praktisch in diese spektrale zweite Dimension ein. Und können dadurch eben überhaupt ihre druidischen Funktionen einsetzen. Darunter eben, dass sie Bäume zum Leben erwecken können, sie können sich in Tiere verwandeln, sie können die heilende Naturkraft nutzen zum Zerstören oder teilweise auch um zu heilen. Also das Ganze, was ein Druide im World of Warcraft kann, oder auch viele Karten, die ihr vom Druide kennt, basieren auf diesem smaragdgrünen Traum und dazu müssen sie eben zu Zeiten des Friedens, wenn sie nicht gebraucht werden, sehr viel im smaragdgrünen Traum verbleiben und eben schlafen. Das hat immer sehr viele Nachteile mit sich gebracht bis jetzt, aber die Kraft der Druiden ist nun mal sehr, sehr wichtig für das allgemeine Volk von den Nachtelfen. Und ganz ohne geht's halt nicht, gell? Was ich mich gerade wundere, meint ihr jetzt Malfurion oder ist Furion tatsächlich jemand anders? Das würde mich jetzt gerade interessieren. Göttin, erleuchte meinen Weg. Denn ich kenne tatsächlich keinen Druiden, der Furion heißt. Aus WoW zumindest nicht. Aber ich weiß auch nicht alles. Kann auch sein, dass ich mich täusche. So, jetzt sammeln wir mal kurz noch unsere Streitkräfte. Beziehungsweise wir können, glaube ich, sogar schon jetzt los. Unverzüglich. Wo geht's denn hier raus? Verdammte Scheiße, da geht's raus. Gut. Wir müssen ja nicht gleich die Orks angreifen, aber... Zumindest mal. Göttin, erleuchte meinen Weg. Jemand bedroht die Wildnis. So. So sei es. Da haben wir auch gleich die zweite Goldmine. Ich will expandieren, so relativ früh kann ich schaden. Wobei das Coole ja ist, sobald eine Goldmine vorüber ist, kann man mit dem Haupthaus ja weiter wandern. Zumindest fast mit der ganzen Basis eigentlich. Göttin, erleuchte meinen Weg. So, es ist halt auch die Frage, wie wir die Untoten erreichen. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Zeitspiel. Wie die Göttin wünscht. Ja, es gibt es auch nichts zwischendrin. Es gibt einfach nur uns und die Orks. Dann würde ich vorschlagen, dass wir da dann doch nochmal ein paar Mondbrunnen bauen.
Das ist übrigens so ein kleiner Insider bei mir und meinen Kumpels. Für die Bäume. Baut mehr Mondbrunnen. Das war so eine Sache, die habt ihr einfach alle 5 Sekunden mit dem PvP gehört, wenn ihr es verrafft hat, rechtzeitig Mondbrunnen zu bauen, weil dann dürft ihr nämlich erstmal warten, bis die Scheiße gebaut ist, bis ihr wieder irgendwas weiterbauen könnt, wie zum Beispiel in der Lage, in der wir uns just in diesem Moment befinden. Eine Expansion würde ich jetzt in der dritten Mission tatsächlich noch nicht errichten. Ganz einfach deswegen, weil ich es für unnötig halte. Das dauert nur unnötig lange. Weil letzten Endes müssen wir jetzt einfach nur durch die scheiß Orks durch und dann halt, weil hier die Untoten werden uns nicht angreifen, weil die ja gar nicht an uns rankommen. Ja, was haben wir hier noch? Das ist sozusagen ein Nachtelfenturm, Uhrturm der Beschützer. Lokar, Lokar, für Kriegshäuptlingsrall. Ja, hier greifen praktisch noch orkische Leute unsere... Schnürt sie alle ein, ehe sie sich neu formieren können. Euer Gebäude ist fertig. Ja. Betet für die Dämmerung. Hallo? Wir haben. Ihr seht also, die Euer lieben Jägerinnen sind verdammt stark. Ihr habt keinen einzigen von uns down gekriegt. Aber die Formation hat auch gestimmt, das freut mich. So. Ich bin bereit. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht großes Tobo-Babohu machen. Einfach jetzt mal die erste Gruppe an. Ne? An Nachtelfen errichten. Wir haben jetzt halt leider auch noch keinen wirklich starken Held. Tyrande ist halt. Ihre Ult ist sehr, sehr stark. Ihre Ult ist sehr, sehr stark, aber ansonsten ist sie tatsächlich einer der Helden, die ich nicht besonders mag. Können jetzt hier mal so eine Eule machen, ein bisschen scouten. Erleuchte meinen Weg. Sogar ein Brunnen der Gesundheit direkt vor der Basis. Das ist natürlich ein Träumchen. So. Mal gucken, was wir hier so zu bieten haben. Im Moment eigentlich gar nichts. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir greifen gleich an. Ich bin bereit. Ich folge Gehen wir mal schnell zum Brunnen der Gesundheit und greifen mal an, oder? Die Göttin ruft. Machen wir gar nicht lange rum hier. Weil im Moment haben sie eigentlich echt nicht viel, was uns da sich so uns entgegenstellen könnte. Nur so ein Uhrturm des, Euer Gebäude ist fertig. Bum, 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 hätte ich gerne noch. Ich bin bereit. Weil, wie gesagt, sehr viel haben sie nicht, was uns entgegensetzen können. Wir machen es mal, komm. Wir versuchen es einfach. Die Göttin ruft. So, Turm ist zerstört. Ich habe Waffe geschoben. Oh, wir wurden entzaubert. Sehr gut. Das können ja die Dryaden, genau. So, machen wir mal alle auf die Kaserne, bitte. Ja, siehst du, das war's auch schon fast. Kommt und holt euch. So, jetzt kommt der Held. Alle auf den Held. Werden wir erobert? Ach, Mann. So. Nicht genügend Gold. Euer Gebäude ist fertig. Wo ist er denn jetzt da? Ich folge der Stimme von Alon. Gut, der ist tot. Für Kalendor. Recht frei heraus. Fang! Wie die Göttin wünscht. Ich habe Waffe geschworen. Aschressor Raman. Zeig den Weg. Vorwärts. Recht frei heraus. Ich habe keine Furcht. So. Ich folge der Stimme von Elun. Komm, in die Kaserne zu Fall. Jemand bedroht die Wildnis. Sehr schön. Was ist der Ruf der Natur? Erleuchte meine Wildnis. So, Glyphe, Glyphen, Gleben, Scheißdreck, kann mal. Macht schnell. Oh Mann, hier kommt die aus der Reichweite. Ich geh aus der Reichweite. Ich folge der Stimme von Elun. So. Rassos, Rassos. Anudora. So. Genau.
Wunderbar. So, das scheiß Ultrum ist auch schon da. Sehr gut. Im Namen von Cenarius. Sprecht frei heraus. Gibt es Ärger? Spuren legen. Mit Vergnügen. In Position. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Göttin ruft. Anudora. Im Namen von Cenarius. So, wir den Bunker mal aufbrechen. So sei es. Ja, nochmal den Bunker aufbrechen. Diese Elfen sind stärker als wir dachten. Ja, schade. So, jetzt muss ich mich gerade nochmal neu sammeln, bitte. Alle nochmal neu sammeln. Ich meine, die wichtigsten Gebäude haben wir ja schon zerstört. Wunderbar. Nicht genügend Gold. Ja, aber das habe ich tatsächlich total vergessen, dass die einen zaubern können. So, es ist aber ewig viel Zeit haben wir gar nicht. Und da schläft da der Furion, der Gute. Ich bin bereit. Die weite, weite Welt. Der Grabhügel. Das ist ein cooles Gebäude übrigens. Richtig schön. Sieht echt ziemlich genauso aus wie bei WoW. Ich bin bereit. So, wie gesagt, ein bisschen sammeln. Und dann setzen wir mal zum finalen Schlag ein. Und dann haben wir es auch gleich wieder. Für dieses Mal. Die weite, weite Welt. So. Ja gut, wir haben ja noch hier noch einen Turm. Ja, was ein paar Jägerinnen. Ich bin bereit. Nicht genügend Gold. Aber so ist das halt mit dem Aufbauspiel. Wenn halt deine Armee gefallen ist, muss halt wieder neu aufrüsten. Ne? Nö, Schätzelein, so ist es. Hätte natürlich jetzt hier auch nochmal eine Runde forschen können. Ja, aber das meine ich halt, weißt du, wofür jetzt noch eine Expansion machen? Klar könnte ich jetzt ein bisschen mehr herstellen, aber wofür? Man, ich muss eine Basis zerstören in der dritten Mission, oh mein Gott. Ja, also man muss ja jetzt nicht jedes Mal da. Ich könnte es hier auch alles zubauen mit Urtum der Beschützer, ja, und sagen, ey, da kommt keiner mehr rein. Ja, es kommt ja auch keiner. Was ich natürlich auch machen könnte, mal so zum Spaß. Wirklich nur so zum Spaß mal, einfach mal den Urtum dahin schicken. Göttin, so. Erleuchte meinen Das dauert jetzt ungefähr 2 Jahre. Bis der da ist, aber wir können ihn hinschicken. Ihr seht, Baumbart nennen mich manche. Bula, die weite, weite Welt. Kleine Hobbits, ich trage euch durch den Fangornwald. Da bin ich zu Hause. Göttin, bei Birken, erleuchte meinen Weg. Eichen und Eschen. Die Bäume sind unruhig geworden. Was mache ich ja gerade eigentlich? Nee, aber das ist so, ne? Sag ja, ich glaube auch, es würde mich wundern, wenn Blizzard abstreiten würde, dass sie sich bei der Herr der Ringe-Saga nicht irgendwie mal ein bisschen bedient haben, ja? Weil, also, was ich jetzt mal behaupte, ist, dass es das Warcraft-Universum nicht so lange gibt wie Herr der Ringe. Also zumindest wie das Buch. Also Warcraft 3... Ach, das ist ein knappes Rennen. Also Warcraft, das Spiel kam vor dem Film raus, auf jeden Fall. Aber so von, ja, es wäre manchmal echt gern mal gesehen, so von gerade hier lebende Bäume und so weiter, die kämpfen und tralala. Gerade, was gab es vorher, Nachtelfen, was gab es vorher, Nachtelfen oder Elben, aber ich denke schon, dass die das sich dann gerade mit den Elben, wie sie aussehen, wie sie sich bewegen, dieses Graziele, dass sie unsterblich sind eigentlich, ne? Also auf jeden Fall mal nicht an Altersschwäche sterben. So. Gibt es Ärger? So, hier haben sie einen Haufen Zauberer aufgestellt, weil sie ihn sonst alles kaputt gemacht hat. Okay. Das bringt denen leider gar nichts, ne? So. So. Werden wir erobert? Macht schnell.
Das ist der Ruf der Natur. Ja, wir müssen hier mal. Die Jagd ist eröffnet. Den Bunker kaputt machen. So. In Position. Bietet für die Dämme. Gibt es Ärger? Hallo? Jo. Was ist der Ruf der Natur? Auf Wachposten. Gibt es Ärger? So, das war's hiermit. Spuren legen. Die Göttin ruft. Vor allem, ich muss ja auch noch die Wächter von Szenarios da noch klatschen, ne? Ja. Da läuft das Foto. Werden wir erobert? Ich folge der Stimme von Elohim. Unsere Krieger greifen den Feind an. Asche, Sora. Ehrlich, Mann. Hallo? Genau, gerade die Glyphe. Der Gleben, Scheißrecker. Die Göttin ruft. So, Stufe 4, sehr gut. Bei Elu. Bitte weiterhin die. Im Namen von Szenarios. Ja. Ah, das ist so ein Support. Das ist so ein. Alter, wie sie von Bunker zu Bunker laufen. Ich meine, gut, ich würde es auch nicht anders machen. Oh, jetzt ist aber Ruhe. So. Haupthaus jetzt auch zerstört. Nein, das ist gut. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. So. Dup, dup, dup. Göttin, erleuchte meinen Weg. So, sehr schön. Jemand bedroht die Wildnis. Gibt's hier was? Passiert da was? Im Namen passiert von Szenarios. Da passiert ein Heilschutzzauber. Hm, warte mal, den könnte ich sogar gebrauchen. Ich folge der Stimme brauchen. Von Elu. Weite, weite Welt. Diesen komischen Druiden-Juden-Kackbeutel an dem Bräuchen. Wie die Göttin wünscht. So, ja, so ein Heilschutzzauber. Finde ich cooler. Beziehungsweise. Unverzüglich. Rolle des Schutzes. Machen wir das einfach jetzt. Gibt es Ärger? Vielleicht hätte ich mich da auch irgendwie mal in meine Einheiten reinstellen sollen, aber hey, das ist ja nur. Hey, die ja, 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 ja. Ist ja unnötig. Ich folge der Stimme so, Urwächter töten. Hallo? Ashrasoraman. Die Fähigkeit Magie aufgeben sollen, sind sehr nützlich gegen feindliche Zauberer. Ja, ich das habe ich gemerkt. Der Stimme danke. Von Elu. Bedroht die Wildnis. Hallo? So. Ashrasoraman. Das sind die Urwächter, die Druidenwächter. Das sind Mutkids, Eulenbär. Das sind sozusagen die Wächter, die schlafenden Druiden bewachen. Es ist schon sehr, sehr traurig, dass man die eigenen Verteidigungsmechanismen bekämpfen muss, anstatt zu sagen, ey, hallo, wir sind einer von euch. Auf Wachtposten. Hallo? Aber gut. Ich ist nur mit. Meine Meinung. Ach, was haben wir hier? Mana-Brunnen. Hm, in Position. Ja gut, wir haben genug Triaden. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht auf so Wachtposten. Lange da rummachen. So, was haben wir hier? Ja, mal wieder ein bisschen was nachbauen. Da auch ein bisschen was nachbauen, solange wir es können. So, ich gut. Folge der Stimme von Elun. Nee, das müssen wir jetzt auch nicht mehr. Wächter, greift an! Unsere Krieger greifen in die Der Eisbeschützer. Zielt genau ins Schwarz. Eisbeschützer der Boss. Warum schläft der 1000 Jahre? So, der kann Frostnova, der kann Eisrüstung. Das war's mit dem. Na, kann man auch mal ein bisschen Feuerpfeil schießen, weil die sehen ja. Nee, das Holz bestehen die nicht. Aber tatsächlich sind Mutkins hier nur Gegner. Also ich kenne die jetzt nicht als zu bauende Einheiten. Was ein bisschen schade ist. Vielleicht, na gut, vielleicht kann man es auch erst später. Aber es gibt auch keine Druidenstall für Mutkins. Es gibt halt nur Klauen- und Krallendruide. Ich folge der Stimme von Elu. Was auch etwas schlampig ist, aber na gut.
Gab's nicht drei von den Wächtern? Ihr müsst alle. Ja, genau, das ist der letzte. Blitzbeschützer. Kann man denn nicht wenigstens Beschützer des Donners nennen oder sowas? Irgendwas Cooles? So. Komm. Hol der Knecke drauf. Wunderbar. Da war noch ein dicker Munke. Oh, wow. Das könnte ein bisschen knapp werden. Gut, der eine ist tot. Wow, Alter. Na, schön, dass der Gläsenscheiß hier noch. Die Göttin ruft. Für Kalendor. So, komm, das schaffen wir. Komm schon, Bäumchen, lauf! Ja, der kommt halt nicht mehr an. Aber man kann ihn zumindest jederzeit wieder einwurzeln. Was cool ist. Dann lassen wir uns in Arius bringen. Jetzt brauche ich wahrscheinlich so ein. Doch nicht? Endlich! Das Horn von Cenarius. Jetzt können wir Furion wecken. Das Horn ertönte und ich kam wie versprochen. Ich rieche den Gestank von Verderbnis und Verfall in unserem Land. Das macht mich wütend. Tretet herfür, ihr Recken von einst. Zerschmettert die Invasoren wie in alten Zeiten. Wieso Furion? Das ist mal Furion. Wir nennen ihn mal Furion. Was soll denn das Furion? Stormrage. Also allein schon an Nachname erkennt man es. Es gibt genau zwei Leute, die Stormrage heißen. Das ist mal Furion und Illidan. Da gibt's kein Furion. Also das ist tatsächlich, das müssten wir mal nachgucken, tatsächlich. Ob es tatsächlich doch noch einen gibt, der Furion heißt. Also wenn die gleich miteinander reden, die zwei, ne, Tyrande und mal Furion. Und Furion und sich irgendwie sagen, sie haben sich gegenseitig lieb, ja, also dann ist es einer derselbe, den ich meine, den wir meinen, den wir alle kennen, die Druidenklasse bei Hearthstone. Gut. Und auch sowieso einer der bekanntesten Warcraft-Charaktere. Damit haben wir Furion, Stormrage, geweckt und unsere Karten sind tatsächlich ein bisschen besser geworden. Mal Furion, ja, würde ich auch sagen, oder? Naja. Unsere Karten ein bisschen besser geworden gegen die Burning Legion, denn Furion ist ein ziemlich starker Druide. Der stärkste, um genau zu sein. Und der wird uns behilflich sein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli, over and out.